Ja, klasse. Bullen. Ja, lustig werden. Wenn ich draufgehe. Hey, 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 sag sowas nicht. Das ist nur ein Kratzer. Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, dann sparst du deine Kräfte. Habe ich mal in einem Film gehört. Ach ja? Was ist mit dem Mann im Film passiert? Abgekratzt. Boah. Ja. Scheiß Bullen! Wenn du so weitermachst, hast du Henry auf dem Gewissen. Nein! Du fährst ja wie meine Großmutter. Hallo, ich lenk nach links, der fährt nach rechts. Was soll das? Mit so einer Möhre, weißt du? Vito, komm schon! Geht die Karre nicht schneller? Wir müssen die Bullen abschütteln! Ich fahr so schnell ich kann, verdammt! Das ist aber nicht schnell genug! Mach dich locker, Mann! Ich hab ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Ja, hallo, ich komme hier nicht weg. Boah, was soll denn das schon wieder? Ja, ey. Henry schwitzt schon wie eine Hure im Beichtstuhl. Ich verschneller, wenn du endlich die Klappe hältst. Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry gehen. Herr Greco, ein Arzt. Ich bin... was? Ey, wo lotst denn der mich lang? Das ist doch Beschiss. Unerlässliche Fragen. Zu dem Kerl geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Genie. Warum sollte man nicht ins Krankenhaus können? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Und El Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Ach, jetzt kommt keine Bullen. Hey, sag sowas nicht. Das ist nur logisch. Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, dann sparst du deine Kräfte. Ach, jetzt kommen sie doch. Ach ja. Keine Ahnung. So, so. Ach so. Ah, so. Ja, okay, dann habe ich mich halt geirrt. Ja, mal passieren. Vito, komm schon. Geht die Karre nicht schneller? Wir müssen die Bullen abschütteln. Ich fahr so schnell ich kann, verdammt. Das ist aber nicht schnell genug. Mach dich locker, Mann. Ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Ich zu El Greco, verdammt. Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry bringen. Herr Greco? Ein Arzt. Gib ihm ein paar Kröten und er flickt dich zusammen. Unerlässliche Fragen. Den Herr geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Genie. Warum sollte man nicht ins Krankenhaus können? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. Und El Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Bei dir verheilt es immer sehr schnell. Muss an deiner Ernährung liegen. Könnte man so sagen. Hey Henry, nicht einschlafen, halt durch. Ja. Genau, halt durch, Alter. Wir sind gleich bei Ergriff. Ich kann jetzt schon das nur Flacke riechen. Was? Nur Flacke? Ja. Mann, du fährst ja wie meine Großmutter. Zieh doch gar nicht. Kann ich schneller fahren, wenn die Karre so lahm ist.
wenn er irgendwie 5 PS hat oder so, keine Ahnung. Vito, das ist das Haus. Park direkt davor. Okay. El Greco, der Arzt? Nein, ich bin El Greco, der scheiß Maler. Unser Freund braucht Hilfe. Er verblutet. Danke, Doc. Sie haben was Henry. Gut bei uns. Schafft ihn rein. Ach, toll. Wartet. Hier für dich, für den Job. Nimm es. Das kann doch warten. Na gut. Hey, danke für alles. Halt die Ohren steif. Nur ein Kratzer. Ich bleib da, Henry. Wir treffen uns dann bei mir. Gut. Man ist geschafft. Schulden, dann ist. Ah, ich kann nicht schulden. Ja, den Wagen nehme ich nicht, der wird ja gesucht. Wie ich das eben gelesen habe. Halt! Nimm mal den Wagen. Raus da, verdammt! Mein Auto. Noch nicht mal Radio hat angehabt. Also wirklich. Ah. Da war der zweite Wecker. Ja, den habe ich normalerweise, wenn Sitzung ist. Oh, warte mal, hier stehen auch ein Haufen Wagen rum. Nehme ich mir mal einen. Was haben wir denn hier? Zum Bleistift. Irgendein Empire. Scheint ganz gut zu sein. Oh ja, der geht gut ab. Ja, den behalte ich. Der geht richtig ab. Der gefällt mir. Achso, ich muss ja hier lang. Wow. Oh, den parke ich mal hier. Ganz oben, ne? Hä? Nicht? Dann was hier? Jo. Vito, hey, wie geht's dir? Nein, nein, ich bringe euch nur das Geld von Papas Schulden zu zahlen. Oh, Vito, das ist toll. Ich wollte sehen, ob ich es nicht in Raten abstottern kann. Ein bisschen was habe ich schon zusammen. Er würde uns doch nichts tun. Da wäre ich nicht sicher. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr. Wo hast du das viele Geld her, Vito? Du hast doch nichts getan, was dir leid tun müsste. Hey, keine Sorge. Alles bestens. Danke, Vito. Danke. Schon okay. Ich hau wieder ab. Ich will nicht, dass Mama mich sieht. Sie wird auch fragen, woher das Geld ist. Keine Angst. Ich lasse mir was einfallen. Okay. Gib ihr einen Kuss von mir. Mach ich. Pass auf dich auf, Vito. Geiles Dreckstück. Wieder unseren Wagen abholen. Dann müsste ich hier. War das hier? Nee, das war falsch. Warte mal, ich bin ja links in der Gasse drin. Hier, also muss es. Ja. Alles klar. Unser neuer Wagen.
Huch, ich war das nicht. Das war das Auto. So, wo ist es? Aus der gleichen Ecke. Die wohnen ja gleich in der Ecke. Aber den Wagen werden wir auf jeden Fall erstmal in. Dings parken. Hier. In unserer Garage. So. Hier echt nicht, ne? Ja. Zirkeln Fernseher. Radio. Gibt nur drei Sender. Soll ich nicht das Bett hier nehmen? Oder Licht BH? Spar doch mal Strom, Alter! Ist auch noch ein Licht. Das geht anscheinend nicht aus. Dann hier ist auch noch ein Schalter. Hä? Da ist auch noch ein Licht. Das für eine Tür. Ach, wie sieht das scheiße aus. Hier ging's. Der 2. Nicht schlecht. So, denn muss ich mal eine kurze Pause einlegen, weil ich muss mal schiffen gehen.